Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Status-Update-Video. Ja, wirklich großartig, was hat sich jetzt im Moment so nicht verändert. Die Alpha dümpelt so vor sich hin, gab ja jetzt die Tage einen großen, ja, großer Patch ist relativ, es gab viele Änderungen da. Ich weiß gar nicht mehr so genau was, wurde vieles freigeschaltet. Destruction Warlocks kann man jetzt endlich spielen, also das sind jetzt alle, alle Spezialisierungen sind jetzt spielbar. Man kann auf Level 110 Entschuldigung, kann auf Level 110 hoch leveln und so weiter. PvP-Talente sind auch freigeschaltet. Man muss nur einen neuen Charakter erstellen. Also man hat alle frei, kann man schon testen. Hab ein paar Tests schon gemacht, sieht ganz nett aus. Muss man auch noch weiter testen. Da werde ich eventuell noch das ein oder andere Video machen. Mal schauen. Ich hatte mit dem Retri-Palatin Savix ein paar Skirmish-Spielchen gemacht, Zweier und Dreier. Konnte man auf seinem Stream noch sehen. Habe ich auch ein bisschen aufgenommen, muss ich mal gucken. Habe noch nicht reingeschaut, ob ich da groß was verwenden kann. Wenn ja, werde ich da was gleich was zusammenschneiden, werde das hochladen. Da gab es noch was. Ja, gut, wie gesagt, die dümpelt so vor sich hin. Das Feedback der Retris wird scheinbar irgendwie nicht wirklich angenommen, sowohl PvE als auch PvP. Ist also die Frage, was da noch passiert. Also viele haben die Hoffnung schon aufgegeben, dass da groß am Gameplay irgendwie was geändert wird, sondern nur noch Zahlentuning gemacht wird. Es gab in den letzten zwei Builds gab es nur Minimaländerungen beim Retri. Keine, also vor allem so nichts großartig Dokumentiertes. Mal schauen, was da noch alles kommt. Also da muss man wirklich abwarten. Bin ja auch mal gespannt. Geben auch viele eben kaum Feedback, also weil sich halt nichts geändert hat. Und dann neues Feedback zu schreiben macht nur bedingt Sinn, da wird das alte dann wieder gepostet und ja, mal schauen. Also ich persönlich bin immer noch guter Dinge, dass was passiert, aber ja, man muss es halt sehen, ne? Man kann halt nicht mehr als Feedback geben, darauf hinweisen, aber gut, wir bleiben am Ball. Ja, die BG-Commentaries wird es weiterhin geben, aus der Alpha leider im Moment so nicht. Das kann ich nur dann machen, wenn die, wenn halt dann ein BG aufgeht und das passiert im Moment irgendwie gar nicht, weil halt irgendwie keiner am Spielen ist und entsprechend kann ich da halt auch schlecht was aufnehmen. Würde gern mehr aufnehmen, aber da wie gesagt halt niemand zum Queuen da ist, brauche ich da nicht weitermachen. Wo hatte ich denn hier hin? Ach, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Gehen wir da lang. aber ich habe mal eine Frage. Ich habe so ein bisschen Feedback bekommen wegen der Musik. Ist denn die Musik überhaupt gewünscht? Soll ich die Spielmusik laufen lassen oder soll ich halt die Musik laufen wie bisher? Ich habe, wie man vielleicht im Hintergrund hört, ein bisschen was Neues runtergeladen. Kann natürlich auch generell noch weitere Sachen runterladen, die spielen. Da hätte ich sehr gerne Feedback, damit ich einfach weiß, was ich da, wie das da wünscht. Das bitte dann in die Kommentare oder alternativ auf Twitter, was euch da lieber ist. Generell mal wieder die Frage vom Content her. Wollt ihr irgendwas Bestimmtes sehen aus WoW? Keine Ahnung, wollt ihr ein Let's Play zu irgendeiner Klasse sehen? Ich bin zwar nicht so der Typ, der zwingt, im Gegenteil, ich hasse es eigentlich, aber mein Gott, tötet mich jetzt auch nicht. Also wenn, oder irgendwas anderes, also wenn ihr da auch, ich spiele ja auch noch das ein oder andere Spiel, wenn ihr da irgendwie Wünsche habt, ja, oder das Retro-Let's Play vom Super Nintendo, das steht ja, ne, ist ja an sich auch noch offen, also wenn da wirklich was gewünscht ist von eurer Seite, dann lasst es mich wissen, ab damit in die Kommentare, dann schauen wir mal, was wir machen können. Dann habe ich auch eine Frage an euch bezüglich meines Streams. Ich stream ja unregelmäßig und dann ist es ja meistens nur aus der Alpha, wenn es groß was gab oder mal ein bisschen PvP. Soll ich regelmäßig streamen? Wenn ja, was? Oder soll ich einfach nur öfter streamen? Wäre einfach mal interessant zu wissen. Weil an sich Interesse hätte ich schon. Allerdings finde ich das natürlich nicht, finde ich das natürlich dann blöd, wenn ich dann streame, regelmäßig oder öfter und dann guckt keiner zu. Das wär, weil, ja, ich mag das ja dann, wenn, der Sinn des Ganzen ist ja jetzt, dass die Leute dann zugucken, dass man das dann zusammen macht. Der letzte Stream, den ich gemacht hatte, das war aus der Alpha gewesen, da waren ziemlich viele Leute da, das war dann auch sehr interessant. Das war dann halt auch so im Chat dann schön, man kann ja schon mit euch interagieren und das macht ja dann, das macht dann Spaß, das macht den Reiz des Ganzen aus. Deswegen Interesse grundsätzlich, das öfter zu machen, hätte ich schon.
Allerdings nur, wenn das von eurer Seite halt auch gewünscht ist. Also da auch bitte dann mal Feedback in den Kommentaren geben. Und prinzipiell, gerade mal gucken, schreibt sich das so ein kleines Zettelchen? Ich kann mir nicht alles behalten. Ja, vom Prinzip war es das natürlich noch. Also grundsätzlich, wenn jetzt, wenn noch, da geht's so lang, wenn noch irgendwelche anderen Wünsche sein sollen oder Anregungen zur Geschichte, ne, nur her damit, ne? Also, ihr wisst ja, ohne Feedback passiert halt nichts, kann man sich nicht weiterentwickeln, kann man nichts anpassen. Oder sie selber, ja, jetzt fehlt mir der Begriff dazu. Komme ich gerade nicht drauf. Sich selber formen klingt blöd. Entschuldigung. Ja, doch, ist doch eher das Richtung. Was? Tantaleule. Hatte Taleule gelesen, oh Gott. Ja, wie Diplomento-Pferde. Oder Voltaren. Oh Gott, jetzt reite ich hier durch die Gegend. Naja, gut, wie dem auch sei. Also, ja, grundsätzlich einfach mal schön in die Kommentare. Würde mich wirklich freuen, wenn da mal mehr Feedback kommt von euch, denn es kommt halt im Moment wieder ziemlich wenig und entsprechend kann ich halt schlecht was anpassen. Beziehungsweise den eigenen Stil ja noch irgendwo finden. Oder unseren Stil. Ne? Ihr prägt das ja dann irgendwo mit. Gut, dann sage ich in diesem Sinne wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen!